Zirkus, deine Welt voller Magie, Zauberei und guter Träume. Von dem Moment an, als sich der Vorhang öffnet, wandern wir alle gemeinsam hinein in eine Welt der Fantasie. Exotische Tänzerinnen, lustige Clowns, Akrobaten, Zauberer und Jongleure verwandeln die Welt in einen Ort, an dem nichts mehr möglich erscheint. Und wir alle, egal ob jung oder alt, wir werden hier zur spannenden Kinder. Vielleicht aus Nervosität oder so. Hat sich keiner getraut zu lachen, finde ich gut. Also wie anstrengend das ist, wenn wir unten steht. Come on.
Und jetzt sagt uns noch einmal Vorhang auf meine Schokolade für Ihre fantastischen Kinder! Ja, meine Lieben, das war heute eure Tagesschau. Hat es heute auch ein bisschen Spaß? Ja! Du, ja? Oh, das ist mir ja vor. So redet mit ihm, keine Ahnung. Ich bin ja einfach vor. Wahrscheinlich die nächste Show, die das abgeht. Von André Sperlich in Sperlenberg. Und einer unserer Artisten habe ich hier noch beim Wicke. Die andere Artistin ist hier schon umziehen. Ich hoffe, ihr habt, hat euch gefallen. Teil nicht vergessen, liken. Halt, stopp! Wir waren dann doch erlaubt. Das war ein ganz großer Spaß. Und zwar hat er dann angesagt gehabt, wir dürfen Aufnahmen und Fotos sind strengstens erwünscht oder so, hat er gesagt, glaube ich. Und dann durften wir doch aufnehmen. Genau. Und wie gerade, Teil nicht vergessen, Like nicht vergessen, Daumen hoch und Knöpfchen drücken. Tschüss. Tschüss. Da haben wir unsere Zoe auch wieder ohne Kostüm. Zoe, schick und fertig und leicht kaputt. Zoe, bist du kaputt? Nein, hast du noch Energie? Oma, wo ist echt? Dein Autoschlüssel? Keine Ahnung, vielleicht steckt der Autoschlüssel noch. So, Zoe ist fertig mit uns. Jetzt warten wir noch um Nora und noch um Papa und dann können wir los. Ja, wo fährst du denn jetzt schon wieder hin? Und Zoe, hat es dir gefallen? War schick? Cool, ja? Ich schmeiß einfach deinen Autoschlüssel weg. Ich hab einfach deinen Autoschlüssel weggeschmissen. Gleich kaputt. Gut, bis dann. Tschüss.